Hey ho, meine Lieben. Na, kennst du den Hintergrund noch? Richtig, ich bin wieder bei den Pfälzis. Juhu! Ja, ich hab's ja gesagt, ich bin das Wochenende unterwegs. Wir machen was Leckeres im Dutch-Ofen. Und zwar mit Spitzkohl. Und zwar einen Filettopf mit Spitzkohl. Ja, und da einer viel zu klein ist, haben wir zwei davon. Ja, keine Hex dabei, wo ein Kohl nicht mag. Also da können wir schon ein bisschen was verwenden. Und es kommen noch viele weitere Leckereien rein. Und was das alles ist, schauen wir uns da hinten in der etwas größeren, aber feinen Küche an. Attacke! Doris, du bist ja schon am Vorbereiten. Sag mal hallo. Hallihallo. Ja, wir bereiten jetzt hier schnell alles vor und dann sehen wir uns zu der großen schönen Übersicht wieder. Heiliges Blechle, so eine große Kuch bin ich ja gar nicht gewohnt, da muss ich ja gleich die Kamera schwenken. Hier habe ich schon ein paar Schüsseln vorbereitet, oder wir haben es vorbereitet. Zwei richtig schöne große Schweinefilets. Dann an Gewürzen Salz, Pfeffer, Paprika und ein gemahlener Kümmel. Dann haben wir noch einen Rotwein, ein Suppengrün, Suppengemüse, Paprikamark oder Tomatenmark. Tomatenmark war das, glaube ich. Dann da hinten ein Rinderfond. Dann haben wir noch Champignons vorher gefunden. Die kommen natürlich auch mit rein. Ein paar Kartoffeln und eben die zwei Spitzkohl. So ein ähnliches Video habe ich ja schon mal gemacht, ist schon lange her. Und in Anlehnung an dieses, ja, machen wir das eben jetzt. Wir werden jetzt erst einmal die Schnibbelarbeiten erledigen und danach sehen wir uns hier nochmal kurz mit der Übersicht, wenn alles klein gehäckselt ist. So, geteiltes Leid ist halbes Leid. Mit der Doris schnell alles geschnibbelt. Gemüse hier drüben. Das Suppengemüse, da fehlt jetzt noch die Petersilie, ja, die kommen nachher noch. Kartoffeln sind klein, Pilze, die kommen ziemlich ganz zum Schluss erst in den Topf rein. Können wir auf die Seite stellen, brauchen wir erst später. Tja, und gewürzt wird es jetzt auch gleich. Ich möchte an Gewürzen eigentlich soweit nichts mit rausnehmen müssen, außer das Tomatenmark. Und nachher halt den Rotwein. Tja, und deswegen hauen wir hier unseren gemahlenen Kümmel. Ich habe es ja schon öfters gesagt, nicht mit Kreuzkümmel zu verwechseln. Gleich einmal hier rein. Da wird der Kohl wesentlich bekömmlicher. Und ja, ist doch eine ganze Menge geworden hier. Arbeite das ein klein bisschen unter. Ich hau da jetzt einfach noch ein bisschen mehr rein. So. Aber das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Dann haben wir den Kohl abgefertigt. Dann fehlt bloß noch das Fleisch. Das tun wir jetzt schön salzen. Salz, Pfeffer, Paprika. Das mache ich jetzt auch frei Schnauze nach Gefühl. Wie gesagt, einmal würzen, fertig. Mehr will ich da dann gar nicht mehr machen. Hier haben wir gemahlenen Pfeffer. Oh, der riecht mal richtig gut. Dann tue ich das jetzt auch unterkneten. Und dann würde ich sagen, nehmen wir nachher die Schüssel mit raus, den Fond, das Tomatenmark und den Rotwein. Und vielleicht noch ein bisschen Wasser. Das kann sein, dass wir dann noch brauchen. Und dann sehen wir uns draußen am Dutch-Ofen
bei richtig schönen glühenden Kohlen. Jeha, tja, jetzt sollten wir alles heraus haben. Dutchofen, Atago, Kohlen glühen oder sind am Anglühen. Öl ist jetzt noch dazugekommen, ganz klar, die Petersilie, da nehmen wir ja, den Rest, was da noch drin ist. Kartenschinken und Bacon darf natürlich absolut nicht fehlen. Und ja, wo fange ich an? Mit den Kartoffeln heute und ein bisschen Tomatenmark. Warum? Dass die Schüssel leer wird und wieder frei wird, dass das Angebrutzelte alles da rein kann. Ja, so sieht's aus. Jetzt warten wir noch, bis die Kohlen hier fertig angeglüht sind, durchgeglüht sind. Dann im Atago rein, Dutch-Ofen rein und los geht's. Wollen wir hier jetzt mal so langsam loslegen? Ah, einfach mal einen Haufen Kohlen rein und gut ist. Ja. Also das ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich mit einem Atago arbeite, Leute. Das Vergnügen hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, immer ein erstes Mal. Ja. Und wie gesagt, wir fangen jetzt erst einmal mit den Kartoffeln an. Schauen, dass wir den Dutchofen halbwegs ausrichten. Das sehe ich ja jetzt mit dem Öl ein bisschen besser hier drin. Dann lassen wir noch ein bisschen heiß werden, das Öl, und dann legen wir gleich mit den Kartoffeln los. Beziehungsweise quetschen wir erstmal das restliche Tomatenmark hier aus der Tube rein. Weil das Praktische ist halt, wenn ich jetzt mit den Kartoffeln anfange, habe ich die Schüssel, wo ich alles wieder reindonnern kann. Das schmoren wir jetzt alles erst einmal schön an. Kommen bestimmt wieder die Kommentare, dass es sehr öllastig ist. Das passt schon. Ja, und dann werde ich euch jetzt nach und nach hinzuholen, wenn ich die einzelnen Zutaten anwurzel und dann natürlich auch beim Herausholen wieder. So, dann wären wir mit den Kartoffeln schon wieder soweit. Das reicht. Durchgebrutzelt oder durchgeköchelt werden sie ja nachher dann, wenn alles drin ist. Dann können wir die schon mal wieder raustun. Wir müssen halt hier jetzt mit dem Tomatenmark ein klein bisschen aufpassen, dass uns das nicht ankokelt, solange da nicht mehr Flüssigkeit drin ist. Machen wir gleich mit dem Fleisch weiter. Das tun wir jetzt portionsweise anbrutzeln, immer dass wir so den Boden bedeckt haben. Ach, auf zweimal.
dass wir hier halt auch ein bisschen Rösterum dran kriegen, dran bekommen. Ach, herrlich, herrlich, Leute. Das war übrigens jetzt schon die zweite Runde an Fleisch. Das reicht soweit. Dann brutzeln wir den Bacon und den Kartenschinken einmal an. Und ich finde eben, wenn man das alles einzeln anbrutzelt, gibt es hinterher ganz andere Geschmacksexplosionen, als wenn man jetzt alles auf einmal in so Töpfle reinschichtet und dann durchschmort oder durchwurzelt. Tja, meine persönliche Meinung dazu. Ja. Und mit der Ladung war es dann auch mit dem restlichen Tomatenmark, was noch drin gehangen ist. Ja. Ja. Ich hab hier was Feines für dich. Oh yeah. Oh, geil. Das schmeckt nach Bacardi. Genau. Dunkler Bacardi. Oh, sehr geil. Sehr geil. Ihr seid so gut zu mir. Danke. Bitteschön. Ja. Dann sind wir mit dem Bacon und Kartenschinken auch schon wieder durch. Raus damit. Und das Schöne ist halt jetzt, ich habe nachher wirklich bloß eine Schüssel, wo ich alles wieder reinkipp. Ja, dann haben wir jetzt noch zwei Portionen. Das wäre einmal das Gemüse, was jetzt sofort im Anschluss reinkommt. Das wird noch einmal angeschmort, kommt noch mal raus. Und danach kommt eigentlich nur noch der Kohl, bis er schön, ja, schön angebrutzelt ist und eingefallen ist. Und dann kann alles komplett wieder hinein. Ja, soll ich alles neu hauen? Das mache ich. Okay, Petersilie ist immer gut. Genau. Natürlich, ich habe noch ein ganzes Päckchen. Na, also das reicht, das reicht. Bisschen Öl und noch ein bisschen Tomatenmark. So, das ist aber jetzt auch genug. Tun wir das jetzt auch noch schön anschmoren, kommt dann auch wieder raus und dann kommt schon der Kohl und den werden wir wahrscheinlich gleich mit ein bisschen Wasser angießen. Ja, ganz genau. Und Leute, ihr wisst so, was mir auch noch Spaß macht, wenn ich mein Besteck da dran abklopfen kann. Prost. So, meine Lieben, dann wären wir mit dem Gemüse auch schon wieder durch. Boah, das sieht doch herrlich aus. Ja, und für alle, wo keine so schöne Feuerstelle zur Verfügung haben, Leute, ihr könnt das auch in der Küche machen.
Weil dem Dutchofen ist es herzlich egal, wo die Hitze herkommt. Aber ehrlich gesagt, so macht's mehr Spaß. So, die Ironie musste jetzt gerade sein. So, wenn da jetzt ein bisschen Gemüse drin bleibt, ist das nicht so schlimm. Wir schütten hier jetzt auf alle Fälle gleich ein bisschen Wasser an. Oh, ich sehe nichts mehr. Dann können wir eigentlich den ganzen Kohl schon reintun. Dann müssen wir halt dann wieder ein bisschen rühren. Und eventuell noch ein bisschen Wasser nachfüllen. Und so lassen wir den jetzt ein bisschen zusammenschmoren. Ein klein bisschen Öl tue ich jetzt natürlich auch noch mit hinzu. Aber das ist es dann mit dem Öl jetzt auch gewesen, kann auch weg. Och, ich lebe wieder so richtig auf hier. Schön. Sie haben ja einen Grund mehr, öfters in die Pfalz zu kommen. Ich wollte es gerade sagen, ich werde euch noch öfters belästigen. Du belästigst uns nicht. Das freut mich. Und ich habe heute festgestellt, wenn ich langsam fahre, komme ich mit unter 20 Liter Benzin hierher. Ja, ist doch super. Ja gut, aber da darf ich auch nicht mehr als 100 km/h fahren. So. Halt, das tue ich auch raus, sonst wird es wieder hier am Rand zu heiß. Einschmoren lassen und wenn es soweit eingeschmort ist, ja, hole ich euch wieder dazu. Die Pilze, wie ich es gesagt habe, kommen ganz am Schluss dann mit hinein, dass sie nicht ganz so extrem zusammenschnorpeln. Dann haben wir nämlich ein bisschen was fürs Auge auch noch. So, also ich würde jetzt einmal schlichtweg behaupten, der Kohl sieht soweit gut aus und riechen tut es, Leute. Boah, geil, Kohl. Ich habe gerade das Display gedreht, deswegen habe ich hier kurz weggelegt. Und ja, Kohl ist echt was Feines. So, jetzt können wir den kompletten Rest hier reinwuchten wieder. Und dann müssen wir schnell sein mit der Flüssigkeit. Obwohl, unten ist ja der Kohl, war ja jetzt auch die ganze Zeit drin. So. Und dann schauen wir mal, wie viel wir von dem Rinderfond hier reintun. Man hätte natürlich auch schön selber eine Brühe ansetzen können. Aber wenn man schon so schöne Gläser vorgesetzt kriegt, dann verwendet man die. So. So, noch ein bisschen Wasser aufgießen. Halt, der Rowdy kommt ja auch noch rein. Keine Kinder heute dabei. Darf es mal ein bisschen mehr sein. Kleine Schlückchen Wasser. Und dann bringst du mir bitte schnell mal ein Löffelchen, dass ich mal hier probieren kann.
Also ich bin immer noch am Unterrühren, umrühren, dass sich das alles schön verteilt. So. Ah, ein Löffel zum Probieren. Bloß jetzt eben kurz mal die Soße. Oh. Grins. Smile. Tja, Freunde. Und dann setzen wir hier den Deckel auf. Richten den Pfeil hier aufs Loch aus. Sieht man jetzt leider nicht, weil der auf der anderen Seite ist. Dann kann das nämlich etwas abdampfen, ausdampfen. Ja. Und so lassen wir es jetzt mal stehen für, ja, ich würde mal sagen, Stunde, eineinhalb Stunden so um den Dreh rum. Und dann gucken wir einfach mal nach und probieren, ob es soweit fertig ist. Ansonsten geht bei dem Ganzen noch eine halbe Stunde. So Leute, 36 Minuten ist es erst drin. Ich habe aber vorher schon probiert, die Kartoffeln waren schon sehr weich. Liegt daran, dass wir wirklich durch den Atago sehr viel Dampf haben. Man hat auch vorher noch ein paar Kohlen unten raus. Ja, weil die Hitze war einfach viel zu groß. Tja, dann rühren wir die Pilze unter. Und lassen es dann noch eben stehen bis um 7. Dann haben wir die Stunde, was wir gesagt haben, voll. Und dann ist das Essen fertig. So einfach ist es heute. Tja, kommt immer darauf an, was für eine Wärmequelle man hat. Und wenn es so schön brodelt und köchelt wie hier, geht es natürlich etwas schneller. So. Deckelchen wieder drauf. Und dann lassen wir jetzt noch, ja, die besagte Stunde fertig stehen. Könnt ihr diese Glocken hören? Sogar hier hört man Kirchturmglocken. Pünktlich um 7. Und es brodelt immer noch wie verrückt. Also ich würde das Essen für fertig erklären. Ich probiere jetzt aber noch ein Kartoffelchen und ein Stückchen Fleisch. Na, bleibst du jetzt hier drauf. Ja. Aber sieht richtig gut aus. Riecht gut. Dann würde ich sagen, kurz mal vorprobieren und dann gehen wir zum Essen. Fertig. Lecker. Wir gehen jetzt zum Essen und dann seht ihr das natürlich nochmal auf dem Teller. So, dann hocken wir jetzt hier unten und ihr zwei wollt jetzt wissen, wie das schmeckt. Natürlich. Ja, die Zuschauer wollen das auch wissen. Auf jeden Fall. Ja, Leute, dann mache ich hier mal das Töpflein auf. So. Ach, sieht es gut aus. Wenn die Kamera wieder frei ist vom Beschlagen. Doris, du hast die Ehre, du darfst dir zuerst nehmen. Ich dir. Nein, du dir. Jeder nimmt sich selber. Riecht ja gut. Manfred. Jawohl. Dann nehme ich mir auch noch schnell mein Tellerchen.
Soll ich? Oder ja, mach du. Ich halte ja die Cam, da geht es schlecht. Ja, die dritte Hand fehlt. Ja. Hier. Tja. Und dann zur Abwechslung dürfen die beiden heute das Probierle machen. Herr Vorwarte, das ist heiß. Ich wünsche einen guten Appetit. Danke. Ich lasse mein Essen erst auskühlen. Ja, das glaube ich. Na dann mal guten Appetit. Also erstmal ein Kartoffelchen. Ein Kartoffelchen. Ein Kartoffelchen. Das muss sehr gut. Und die Soße ist auch sehr gut. Komm mal, so ein Stück vorher, ne? Gut. Gut. Dann kann ich es jetzt auch endlich probieren. Sehr gut. Wir sprechen nachher natürlich noch ein Fazit, ganz klar. Also geschmacklich auf alle Fälle gut abgestimmt. Habe wieder Glück gehabt. Gut, wir sehen uns nachher nochmal alle zusammen nach dem Essen. Vielleicht auch später nach dem Essen, je nachdem, wie wir dazu kommen. Ui, ein leckeres Brot gibt es auch noch dazu. Tja, dann schnappen wir uns da auch mal was. Kurzerhand zum Abreißbrot umfunktioniert. Ey, das ist geil. Das Brot ist echt lecker. Doris, weißt du noch, was das für eins war? Ja, ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist eigentlich ein richtiges Brot für, zum Grillen oder zum Datsche. Ein richtig geiles Brot. Ja. Tja, Freunde, Fazit sprechen wir jetzt am nächsten Tag. Kurz nach 11. Und dann kommt's doch mal her. Was möchtet ihr zu dem Essen sagen? Das war hervorragend. Hat alles zusammengepasst. War wunderbar. Ich war proppesatt. Wunderbar. Super geschmeckt und alles zart wie verrückt. Kann man so machen. Jawohl. Ja, also ich fand das Zusammenspiel auch wieder sehr lecker. Kurzzeitig habe ich ja noch die Idee gehabt, noch Zwiebeln mit rein zu tun, aber dann hätte ich gesagt, Kohl oder Zwiebeln, entweder oder. Ja. Beides zusammen, nee, wäre zu viel gewesen. Aber so jetzt, die Würzung war perfekt, lässt keine Wünsche offen. War ein richtig leckeres, perfektes One Pot. Menü. Genau. Ja. Ja, in dem Sinne sage ich danke, dass ich wieder vorbeikommen durfte. Gerne wieder. Wir werden uns wiedersehen, definitiv. Auf jeden Fall. Entweder hier bei uns, beim Alex, beim was weiß ich wo. Irgendwo. Genau. Ja. Aber wir werden uns wiedersehen. Auf jeden Fall. In dem Sinne sage ich vielen Dank euch beiden. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns natürlich auch wieder. Ich muss jetzt dann los. Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.